Leute, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es wieder ein neues Lockenvideo und zwar zu dem Produkt hier von Gotchubi Lockmittel Luke Mousse für definierte Locken, Sprungkraft, Antifrizz halt 3. Hier unten steht auch noch so eine kleine Beschreibung, für welchen Haartypen das genau sein soll. Ich gehe mal davon aus, dass es für Haartyp 2 und 3 sein soll. Ja, auf der Rückseite steht drauf, wie man es anzuwenden hat. Vor Gebrauch schütteln, den Schaum in die Hände sprühen und in das Handtuch trockene Haar. Ich meine, jetzt haben wir es ja mittlerweile begriffen, es funktioniert nicht. Ja, und am Ende soll man das Produkt einfach nur noch über Kopf mit einem Diffuser füllen. Das mache ich ja so oder so. Man kann die Haare natürlich auch lufttrocknen lassen. Das dauert allerdings ein bisschen lange. Deswegen föhne ich mir die Haare immer. Geht schnell, ich denke mal so. Ich föhne immer zwischen 20 und 30 Minuten und die restlichen 10% lasse ich dann so lufttrocknen. Und ja, was wir dafür wieder benötigen, ist wieder eine Wasserflasche mit Wasser, um die Haare immer schön nachzufeuchten quasi. Einen Leave-In-Conditioner eures Vertrauens. Ich benutze wieder den hier von Garnier, diesen 10-in-1-Cream. Kokosöl, um die Haare so ein bisschen an den Spitzen zu pflegen und zu schützen. Ich werde jetzt diesmal auch eine Bürste dafür verwenden. Sonst habe ich ja immer mit den Haaren entwirrt. Ich mache das jetzt aber diesmal mit einer Bürste. Die ist hier von Denman. Und um mir die Haare abzuklipsen, eine Spange. Ja, kriegt man ja überall so für 1 €. Ich habe die jetzt, glaube ich, bei Teddy gekauft für 1 €. So, wir fangen jetzt auch schon direkt mal an. Ich habe mir die Haare nicht gewaschen, sondern ich habe die Haare einfach mit einem Duschkopf einfach so ganz schnell nass gemacht. Wir haben ja auch deswegen unsere Wasserflasche und sprühen uns erstmal die Haare wieder so ein bisschen feucht, weil die Haare jetzt handtuchtrocken sind. Und ja, die Produkte funktionieren ja sonst nicht. Ich werde mir die Haare jetzt auch durchbürsten. Ich fange hier unten an und arbeite mich dann quasi von unten nach oben. So, wenn ich sie mir durchgebürstet habe, dann klippe ich sie mir jetzt auch erstmal zusammen. Ich möchte gerne heute wieder so ein bisschen partieweise arbeiten. Bin echt mal gespannt, ob dieses Lockenmousse verspricht, was es uns sagt. So, und dann werden die Haare wieder ein bisschen nass gesprüht. Also dieses Nasssprühen ist echt wichtig. Und ich fange jetzt auch schon an, so ein bisschen zu kneten. Das allererste, was wir natürlich wieder benutzen, ist unser Leave-In-Conditioner. Da nehme ich so eine, ja, so eine kleine Größe, Menge quasi und arbeite das in meine Haare ein und knete die Haare natürlich auch. Also das Kneten ist das A und O, aber das müsste man jetzt eigentlich auch begriffen haben, wenn man jetzt so meine letzten Videos gesehen hat. Und das Ganze mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. So. Und dann natürlich die Haare einkneten. Den Rest der Haare werde ich jetzt nochmal hier so durchbürsten. Feucht sprühen. So. Und dann kommt jetzt natürlich auch unser Leave-In-Conditioner dazu. Reibe ich mir zwischen meinen Händen und dann wird der quasi auch von oben hin bis unten hin quasi verteilt. So. Und die Haare werden natürlich wieder geknetet. Das mache ich jetzt auch noch ganz schnell auf der anderen Seite. Und dann seht ihr mich gleich wieder. So, was ich jetzt noch machen werde, ist Kokosöl. Da schabe ich mir so ein bisschen was ab. Das reibe ich mir auch zwischen meinen Fingern und dann gehe ich so ein bisschen in meine unteren Längen. Das hatte ich im letzten Video vergessen. Da hatte ich wahnsinnig trockene Spitzen am Ende, als ich geföhnt habe. Und natürlich auch mal das Nachkneten. Ja, ich weiß ja nie, wie ich immer so meinen Scheitel tragen soll. Ob ich Mittelscheitel, Seitenscheitel. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lasse es jetzt einfach im Mittelscheitel. Ich werde die Haare eh über Kopf gleich föhnen. Vielleicht bürste ich sie mir einmal so durch. So. Und die Haare, merke ich auch, sind noch gut feucht. Deswegen werde ich jetzt auch nicht nachsprühen mit Wasser. Sondern ich werde jetzt das Produkt hier verwenden. Und dafür werde ich natürlich erstmal einmal schütteln.
So. Seht ihr das? Und jetzt verteile ich das so über meine kompletten Haare. Boah, das riecht voll gut. So, und ich werde natürlich die Haare jetzt schon mal kneten. Die Haare scheinen das Produkt gut anzunehmen, aber irgendwie reicht mir das nicht. Ich glaube, ich nehme einfach noch so eine kleine Menge. Ich nehme jetzt noch so eine kleine Menge dazu. Hier unten verteile ich das und dann werden die Haare eingeknetet. Ah, ich bin mal gespannt. Also im letzten Taft-Video da, was ich da gedreht habe, war ja reichste Lockenkatastrophe. Das kann ich euch am Ende dieses Videos hier verlinken. Das war nichts. Mal gucken, ob das Produkt jetzt was taugt. Und auf der anderen Seite natürlich dasselbe. So sehen die Haare jetzt aus. Also es sieht natürlich wirklich wieder richtig gut aus. Ich habe das Gefühl, die Haare nehmen das Produkt richtig gut auf. Ich wetze mir jetzt diffusen. Ich finde den jetzt nicht so gut. Ich mag diesen Diffuser-Kopf nicht so wirklich und ich mag es halt auch nicht, dass dieser Föhn nur zwei Stufen hat, 1 und 2. Aber gut, beschweren möchte ich mich nicht. Ich werde mir die Haare jetzt föhnen. Ich brauche dafür jetzt ungefähr 20 Minuten und dann seht ihr mich gleich wieder. So, das ist jetzt ein kleiner Zwischenstopp. Ich habe die Haare jetzt ungefähr 10 Minuten geföhnt. Die Haare bewegen sich auch in ihre Form. Ich werde das Ganze jetzt erstmal lufttrocknen lassen, aber ich bin bis jetzt wirklich zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie die Haare aussehen, wenn sie komplett ausgetrocknet sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten geföhnt. Dann habe ich noch ungefähr 10 Minuten Luft trocknen lassen. Sie sind noch ein bisschen nass, aber man sieht, sie bewegen sich richtig schön in ihrer Form. Sie locken sich voll schön. Sie sehen gepflegt aus. Sie fühlen sich auch wirklich gut an. Also sie fühlen sich nicht so ausgetrocknet oder klebrig an. Und ich muss wirklich sagen, alles in allem, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich hätte das wirklich nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, okay, so ein Lockenschaum nur so, ohne irgendwie so ein zusätzliches Produkt von Got2b. Kann ein bisschen schwierig werden. Ansonsten, ja, weiß nicht, hätte ich echt nicht gedacht. Also es ist wirklich das absolute Lockenprodukt für Locken. Ja, ich weiß leider nur nie, wie ich meine Haare jetzt irgendwie scheiteln soll. Ich glaube, ich lasse einfach so Mittelscheitel oder ich klebe mir hier so eine Spange dran. Und das Produkt bekommt von mir von 5 Sterne 5. Ich bin wirklich zufrieden damit. Ich finde, es hat meine Haare wirklich gut aufgenommen. Also meine Haare haben darauf richtig gut reagiert. Sie locken sich und sie fühlen sich auch wirklich gut an und gepflegt und sie riechen richtig gut. Also das finde ich auch mal ganz wichtig, dass die Haare auch danach noch richtig frisch riechen. Und die Lockenserie geht natürlich wieder in die nächste Runde. Ich glaube, das ist sogar Teil 5, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die nächsten Produkte im nächsten Video. Seid gespannt, die sind hier bei mir zu Hause. Welche das sind, werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis bald.